Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100 Tage, 100 Wochen, 100 Monate. Unser Format, wo wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesbank vorstellen. Heute mit Alex. Alex, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ich bin Alexander Prinz. Ich bin seit 11 Monaten und 11 Tagen heute, haben wir ausgerechnet. Genau. Bei der Bundesbank. Die Zeit fliegt. Ich bin in der Bundesbank in der IT tätig und dort kümmere ich mich mit meinem Team um Analytics Services und Technologien, die wir bereitstellen für unsere Kundschaft, unsere Fachbereiche. Und jetzt ist es ja noch nicht so lange her. Wie bist du auf die Bundesbank als Arbeitgeber aufmerksam geworden? Ja, das ist ganz interessant. Das haben andere für mich gemacht. Okay. Nämlich der Algorithmus von LinkedIn. Okay. Deswegen kam dann eine Jobempfehlung, als ich mein Profil auf Ich bin interessiert gestellt habe. Okay. Gerade in der, also du bist ja in der IT tätig. Genau. Gerade in der IT ist es ja wichtig, dass man mit der Entwicklung einfach Schritt hält, dass man mit modernen Technologien arbeitet. Wie ist das da? Kann die Bundesbank da mithalten? Auf jeden Fall. Also wir schließen gerade technologische Lücken, schneiden alte und liebgewonnene Zöpfe sicherlich auch ab und sind da auf einem sehr, sehr schnellen Pfad des Wandels gerade unterwegs. Ganz konkret, was sind da deine Aufgaben bei der Bundesbank? Ich sagte vorhin schon, wir stellen Services zur Verfügung. Also wir sind auch weggegangen von, wir stellen reine Technologie zur Verfügung, sondern wir geben den Kollegen in Fachbereichen die Möglichkeit, ihre Aufgaben zu lösen und setzen damit verschiedene Technologien ein. Wir sind, ich würde sagen, fast wie so ein Shop, in dem du einfach mal vorbeikommen kannst, mal dir eine Tasse Kaffee ziehen kannst, aber du kannst auch einen großen Einkauf bei uns tätigen, indem du ein Riesenprojekt mit uns zusammen stemmst, wo es eben die notwendige Technologie benötigt, weil du eine interessante Analytics-Fragestellung hast, die dann irgendwann in Produktion gehen wird. Und jetzt ist die Bundesbank als Institution auch natürlich mit der Aufgabe Finanzstabilität ist ja eine gesellschaftliche, hat gesellschaftliche Bedeutung. War das für dich ein wichtiger Faktor, um bei der Bundesbank zu arbeiten? In meiner Jugend oder in meinem ersten Berufslebensabschnitt wurde ich mal als Bankkaufmann ausgebildet. Deswegen war die Bundesbank für mich etwas, was du in Büchern gelesen hast, was ihre Aufgaben waren, was du lernen musstest und hatte für mich deshalb auch einen sehr hohen Stellenwert. Du sagtest, dass ihr zusammen als Team arbeitet. Was für ein Ziel verfolgt ihr denn als Team? Wir haben uns, da wir jetzt auch als Team einen großen Wandel hinter uns oder vor uns haben, wir sind gar nicht fertig. Wir haben unser Portfolio dessen, was wir anbieten an unsere Kundschaft, jetzt so massiv ausgeweitet, dass wir im Team auch einen großen Wandel vollführt haben, indem wir uns umstrukturiert haben, um diese Aufgabe bewältigen zu können. Das heißt, wir sind im Team, haben wir das Ziel, das für diese ganze Technologie, diese Analytics-Technologie für die Bundesbank bereitzustellen und das effizient bereitzustellen. Da gehört es nicht nur dazu, dass wir die Technologie hinstellen, sondern wir müssen natürlich diese Prozesse einstellen. Wir müssen das Ganze in ein größeres Bild, in ein größeres technologisches Bild einfügen. Da müssen Tunnel gebaut werden, Kabel gezogen werden, wenn man es mal ein bisschen plakativ darstellen möchte. Welche Herausforderungen müsst ihr gerade lösen im Team? Wir haben eine Technologie, die es jetzt zu integrieren gilt. Auf der einen Seite architektonisch, Prozesse, aber auch wir als Abteilung müssen lernen, neu zu arbeiten, anders zu arbeiten. Und was macht dir an dieser Herausforderung am meisten Spaß? Der Umgang mit den Leuten. Okay, das heißt, du sitzt tatsächlich nicht nur vorm Rechner, sondern ihr seid in Meetings. Und jetzt mal umgekehrt, jetzt bist du ja da auch in der Teamverantwortung und du sagtest, ihr wächst noch. Das heißt, sucht ihr noch Leute im Team? Wir suchen tatsächlich wieder Leute im Team, genau. Und was sagst du, wenn jetzt jemand zuschaut und sich vielleicht interessiert, sich die Bundesbank als Arbeitgeber vorstellen könnte, was sollten Interessenten und Bewerber mitbringen? Spaß an Veränderung und an Wandel, denn das, ich nenne es mal ganz frech, Unternehmen Bundesbank ist gerade in einem sehr starken Wandel begriffen, technologisch, prozessual. Ich glaube, da kann man eben auch sehr viel mit bewirken. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke. Und wenn ihr Interesse habt, euch zu bewerben oder mehr über den Arbeitgeber Bundesbank erfahren möchtet, dann schaut gerne auf unserer Internetseite vorbei, bundesbank.de/karriere. Alex, vielen Dank. Vielen Dank dir.